Ich zeige euch heute ein Programm, das heißt KeePass Password Safe. Es ist ein Open Source Programm, das kann man kostenlos downloaden und auch verwenden für den privaten Gebrauch. Mir gefällt diese Software besonders gut, weil ich damit alle meine Online-Passwörter abspeichern kann. Das heißt, ich kann meine Passwörter für meine E-Mail-Konten und Foren und sonstige Mitgliedsbereiche abspeichern, ohne dass ich mir die Passwörter merken muss, ohne dass ich nach Zetteln suchen muss. Das ganz Besondere an diesem Programm ist, ich kann sie auf einen USB-Stick abspeichern und kann sie auch noch überall mit hinnehmen. Das heißt, diese Software ist mobil und ersetzt also voll und ganz meinen Notizblock. Ich brauche nur noch ein Masterpasswort, mit dem ich auf dieses Programm zugreife und kann dann auf alle meine Passwörter, die ich darin gespeichert habe, jederzeit zugreifen. Ich zeige euch, wo ihr die Seite, wo ihr das Programm, die Software downloaden könnt. Dazu geht ihr auf eine neue URL www.keypass mit Doppel-E.info. Dann findet ihr hier unten unter KeePass, Getting KeePass Downloads, da klickt ihr drauf. Und dann seht ihr hier unter Downloads Portable KeePass 107 Zip Package. Da klickt ihr drauf und downloadet diese Datei auf euren Rechner. Öffnen von KeePass. Ihr geht auf Diskette, Festplatte speichern. Okay. Jetzt hat er das gespeichert. Jetzt öffnet ihr das. Also ihr speichert diese Datei auf euren USB-Stick. Dann öffnet ihr die Datei, entpackt sie. Hier bin ich jetzt auf meinem USB-Stick. Jetzt entpacke ich diese Datei mit meinem ZIP-Programm. Gehe auf Entpacken, auf Anzeigen. Okay. So, jetzt hat das Programm mir das KeePass, die KeePass-Software entpackt. Jetzt doppelklicke ich hier und kann jetzt auf die KeePass-Exe klicken. Per Doppelklick. Jetzt öffnet sich das Programm KeePass Password Safe. Ich zeige euch, wie ihr das Programm benutzen könnt. Okay, ihr geht zuallererst geht ihr hier auf Neue, neues Konto erstellen oder neue Passwort-Database erstellen. Hier müsst ihr euer Masterpasswort eingeben. Das heißt, ein Passwort, das ihr, mit dem ihr immer auf dieses Programm zugreifen könnt. Also dieses Passwort müsst ihr euch auf jeden Fall einprägen. Zum Beispiel gebe ich einfach mal ein, heute nur noch, Moment, ein Passwort für immer. Also ein ohne Leertaste, Passwort für mit UE immer. Hier gibt er uns auch ein, wie sicher unser Passwort ist. Das brauche ich nicht anwählen. Ich klicke einfach auf OK. Jetzt muss ich das Passwort bestätigen. Ein Passwort vertippt. Ein Passwort für immer. Am sichersten ist es natürlich, ihr gebt große und kleine Buchstaben mit ein und eine Zahlenkombination. Ich habe das jetzt mal übergangen. Okay, und dann öffnet sich das Programm. Hier habt ihr eure Ordner, in die ihr die Passwörter alle reinspeichern könnt. Verschiedene Ordner, zum Beispiel Internet, E-Mail. Ich bleibe mal auf General, klicke hier in dieses Fenster mit der rechten Maustaste hinein und gehe auf Add Entry. Jetzt kann ich hier angeben, in welchen Ordner mein Entry gelegt werden soll, zum Beispiel Internet. Jetzt gebe ich ein meine Lieblingsseite, zum Beispiel Forum Joel. Username, mein Username ist dort Tropical. Die URL ist HTTP oder die kann ich auch direkt kopieren. Das heißt, ich gehe auf die Seite, kopiere mir die Start-URL und gehe wieder zurück auf mein KeePass-Programm. Add Entry. Jetzt kopiere ich die hier rein. Dieses Passwort ist schon vorgegeben. Das lösche ich, indem ich die Shift-Taste, also die Umschalt-Taste drücke und die Ende-Taste. Und jetzt kann ich mein eigenes Passwort für joel.de hier eingeben, mit dem ich dort eingeloggt bin.
Dieses muss ich auch weglöschen, also Shift-Taste und Ende. Und das Passwort von der Seite eingeben. Dann klickt ihr auf OK. Und jetzt gehe ich mal hier auf Internet und sehe, aha, mein Passwort ist gespeichert. Benutzername, die URL, Passwort. Wenn ich jetzt also auf die Seite zugreifen möchte, kann ich auch direkt hier Doppelklick machen. Dann öffnet mir das Programm die Seite von gel.de. Jetzt kann ich mit dem KeePass-Programm einfach meinen Benutzernamen hier reinziehen. Hier steht aber jetzt schon was, den muss ich erstmal wegklicken. Okay, jetzt gehe ich auf Username, Benutzername, ziehe den hier rein mit der Maus. Also ich klicke auf das Passwort, drücke, halte die Maustaste gedrückt, ziehe hier hoch und lasse hier wieder los. Und jetzt kann ich mich einfach anmelden. Super. So einfach ist das Ganze. Wenn ihr jetzt aber zum Beispiel für Internet mehrere Kategorien anlegen wollt, dann klickt ihr hier mit der rechten Maustaste drauf, geht auf Add Password Subgroup und erstellt einen neuen Ordner, zum Beispiel für Foren. Wenn ihr jetzt alle Login-Daten für Foren in Foren reinlegen wollt, dann zieht ihr einfach diesen Namen in den Ordner Foren, doppelklickt hier drauf und habt jetzt hier das Login für Foren unter Internet. Jetzt könnt ihr hier beliebig viele Ordner erstellen, wie zum Beispiel Bookmarking, okay, und so weiter und so weiter. Das gleiche auch für E-Mail oder Network oder Windows. Okay, wenn ihr mal schnell zwischendurch auf Toilette gehen wollt oder in die Küche geht und keiner soll auf euer Passwortprogramm zugreifen, dann geht ihr einfach hier auf Log Workspace. Dazu müsst ihr natürlich den Database-File erstmal abspeichern, das haben wir jetzt noch nicht gemacht. Jetzt zeigt er mir den Ordner vom USB-Stick an, das ist okay, speichern, ja. Okay, und jetzt ist es geschlossen. Wenn ihr das wieder öffnen wollt, klickt ihr wieder hier drauf. Keiner kann auf eure Passwörter zugreifen. Klickt ihr hier drauf, gebt das Passwort wieder ein. Und habt wieder Zugriff auf euren Passwortmanager. Okay, wenn ihr das Programm minimieren wollt und ihr wollt verhindern, dass ihr euch, wenn ihr das wieder aktiviert, dass ihr euch hier wieder neu einloggen müsst, der fragt nämlich immer wieder nach dem neuen Passwort, dann müsst ihr das, ich zeige euch wo, deaktivieren. Und zwar macht ihr das unter Tools, Options, Settings, Security. Ihr müsst dieses Häkchen hier weghaken, Lock Workspace when minimizing the main window. Und dann bleibt euer Programm auch immer geöffnet. Es sei denn, ihr klickt eben auf dieses Schloss zum Abschließen.